Nein. I have to go my way. Hilo darin, bitte. Wieso schießt er nicht? Er zielt nicht. Nein! Na toll, Alter. Das ist nicht geil. Ich sag mal, wie das ist. Das ist nicht geil. Darauf erstmal eine Forelle. Oder Forellenbarsch, besser gesagt. Und dann muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier vorbei renne. So, da bin ich weg, mein Freund. Da bin ich weg. Hinter mir ist noch einer, ey. Ist doch nicht wahr. Ach, du Penner. Los, Mann, shit. Zwei davon noch, ey. Sag mal, eine Dings hab ich nicht noch, wa? Eine Blendgranate. Die würde ich jetzt bringen, ey. Gab es nicht immer so eine Granate, die du nutzen konntest? Ne, so Flashbang irgendwie, die waren super effektiv dagegen. Aber niente. Okay, gut. Angstgegner hier. Oh, hier sieht man nochmal eine Schlange. Snake Eater. Das sei doch nicht über einen schönen blutigen Altar im Vorgarten. Ist, jeder sollte einen haben. Jeder sollte einen haben. Es gibt nichts Besseres. So, warte mal, hier noch was. Ja. Okay. Dachte schon wieder, dass da vorne eine Bärenfalle liegt. Aber nein. Gleich erstmal an Ace Ventura denken hier mit der Fledermaus. Fledermäuse. Was ich glaube. Alter, und er läuft so langsam. Was ist das hier? Es ist eine Höhle. Würde ich jetzt mal so sagen. Eine Art Kultstätte. Was ist das? Ja, weiß ich nicht. Ich möchte hier eigentlich, ich weiß nicht. Das ist alles in mir sagt, nimm hier fast hier nichts an. Das Symbol von der Kirche. Okay. Hier müssen wir anscheinend irgendwie Indiana Jones mäßig irgendwelche Säcke mit Sand draufpacken. Ich wünschte, es wären Säcke mit Sand. Tipphof, Köpfe oder irgend Torsen. Da wird doch schon wieder laufen. Das ist der See. Ja. Was? Hat er denn das jetzt so viel gemacht? Oh, guck mal hier. Steinbruch. Meine Fresse, überall noch hier. Steinbruch. Waren wir noch am Steinbruch, ne? Der Steinbruch. Genau, das war das erste Mal, wo wir auf den... Ah, ja, okay. Hab mich gerade gefragt, sag mal, wir waren noch da und warum sind hier... Und hier vorne ist immer noch... Ach nee, das hieß ja, dass... Wenn Ausrufezeichen daneben steht, heißt ja, dass es abgeschlossen war. Da sind wir nicht reingekommen ohne Schlüssel, ne? So war das, glaube ich. War das so? Das weiß ich gar nicht. War die denn auch ein Alpino? Wo seid ihr denn gerade? Wo seid ihr denn gerade? So, wer nochmal gewillt, tatsächlich die Bolzenschuss hier redet jetzt hier mal nochmal, oder beziehungsweise der Armbrust hier nochmal eine Chance zu geben. Eine Chance. Oh, das ist noch ein Auftrag. Ah, ein Buch. Schön. Lass uns das lesen. Und?
Alter Wegschreinschlüssel. Ach, die Fledermaus bei Ace Ventura war ein Albino. Ja, das stimmt. Und Benni, ich glaube, wir haben endlich den Schlüssel für die Wegschreine gefunden. Oh, geil. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Was ich damit vorhabe, sagen wir mal so. Manche Dinge will man lieber nicht wissen. Das ist bescheuert. Okay, na klar. Bring ich dir ein goldenes Hühnerei. Oh Mann. Oh Mann. Hab mal jetzt über. Kann ich. Ja. Warte mal hier vorne. Oh, schön. Und? Was war denn das? Na, das war so ein zerstörbares Objekt. Aber hier vorne ist tatsächlich der Händler. Heißt, wir könnten tatsächlich hier mal hin. Aber, vorher. Boah, Alter, fährt sich das Ding scheiße. Fährt sich das Ding scheiße. Würde ich tatsächlich mal gerne nochmal rausfahren aus dem. Und würde mal die Höhen abfahren. Haben wir dann so viel Benzin oder zählt es jetzt hier nicht dazu? Ich glaube, Benzin ist jetzt kein Thema mehr. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Offen. So, machen wir eine kleine Rundtour hier. Es ist aber auch schlechtes Wetter heute. Es ist aber auch schlechtes Wetter. Und wenn ich hier schon mal existiere, ein Ausrufezeichen bin. Ich sehe schon ein Ausrufezeichen. Aber jetzt können wir ja gucken, ob du dann wirklich da nicht rankommst oder nicht. Also, ne? Hier waren wir ja vor allen Dingen auch. Hier waren wir doch. Hier ist auch der. Was? Ja? Stimmt, hier war ja. Ja. Hier war ja unser. Hier, von hier sind wir ja losgefahren. Nee, sind wir nicht. Aber hier waren wir schon wegen dem komischen sechseckigen Ding da. Heißt also, wir müssen mal eine andere Höhle anpeilen. Oder einen anderen Steg. I give my life. Siedlung am See. Waren wir da schon? Oh, nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Aber konntest du irgendwo in so eine Bucht gerade reinfahren? Also hier wäre nochmal interessant, ne? See. Genau. Höhle mit Malereien. Achso, hier waren ja diese komischen Hände, ne? Heißt also, wir müssten irgendwo. Also hier ist natürlich unser nächster Punkt. Oh, klar. Naja, da müssten wir dann da hinten lang und dann da andocken an da hinten. Aber ich würde erstmal kurz mal hier hin wollen. Fischi, Fischi. Das war interessant, ob wir auf dem Boot was finden. Was ist denn hier los? Ja. Werde ich ja Fisch. Ach, man muss einfach rüberfahren. Crash Bandicoot Style. Hallo? So, wo sind wir? Ach, guck mal, jetzt können wir das. Oh, da oben werden wir gleich mal testen. Wenn Benni da, werden wir mal testen. Mit dem was denn? Hier, na, wir haben den Schlüssel gefunden. Ach so, ja. Jetzt bin ich gespannt, was ist da jetzt drin? Prächtiger Armreif. Prächtiger Armreif mit nichts drin, Alter. Ein Schmuckstück. Ein Schmuckstück. Was? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Was? Geil, was? Geheimgang. Kommen wir da weiter? Ich weiß nicht. Warte mal. Also hier sieht es erstmal nicht so aus. Vielleicht unten? Das sieht ganz gut aus. Ah, nee, ist auch nur eine Sackgasse. Lukrative Sackgasse, aber eine Sackgasse. Scheibenkleister. Mal kurz nochmal hier. Wahrscheinlich von hier, von dem Steg aus. Probieren es mal. Es ist auf jeden Fall um einiges komplexer gestaltet tatsächlich als im Original. Finde ich gut.
Nee. Nee, hier war nix. Warte. Aber gar nix. Wie? Aber das ist doch. Aber macht das, würde doch so Sinn machen, von hier aus ranzukommen. Warum ist denn hier auch so ein. Moment. Also die Bootssteuerung. Damit haben sich keine Fallen getan. Das sag mal, wie das ist. Also die ist wirklich. Wo geht's denn jetzt? Achso, hier dieser Arm hierin. Verstehe. So, jetzt, das kann doch jetzt hier nicht alles sein, irgendwie. Wenn der jetzt hier sagt, du kannst hierin laufen. Ach, Mann. Das ist schade, Benni. Geht doch mal. Kommen wir denn da hin? Vielleicht kommen wir ja noch anders. Es ist dahin. Die Kirche. Ach so. Oh ich möchte ins Mikro beißen. Manno, ey. Ich bin so doof. Na gut. Dann wieder rein ins Boot. Falls euch das jetzt wie so ein Déjà-vu vorkommt, ja, die Matrix musste kurz nachladen. So, dann wieder raus. Schöne Tropfsteinhöhle. Und du hast noch ein paar Fässer vergessen, ne? Nicht beim Ausgang. Welche denn? So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht ja überhaupt nicht gruselig aus. Leuchtet doch was. Nee. Komisch. Alter, tote Fische hier hoch. Das ist kein gutes Indiz. Das ist kein guter Ort. Aber dennoch werden wir hier anhalten. Und das ist jetzt das Fischerdorf, ne? Oder was? Oder? Genau. Siedlung am See. Also ist auf jeden Fall vielversprechend, was so Schütze angeht. Oh, fuck. Bleib einfach da stehen. Bleib einfach da stehen. Bleib cool, bleib cool. Ich finde es wirklich cool, dass er dir noch eine hohe Fehlertoleranz eingesteht, irgendwie, in dem du halt wirklich noch ranrennen kannst. So, klick, klack. Was haben wir da? Ein Armreif. Ein wunderschöner Armreif. Ich freue mich. Es ist ein Perlenarmreif. Ein Traum wird wahr. So, den Typen da oben. Wie schalten wir denn den aus? Kann erstmal ins Haus versuchen reinzukommen, oder? Schalten wir erstmal den Typen auf der. Der Wehr aus. Faust jetzt, ja, wir kommen hier hoch, gut. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? So, und läuft er jetzt gleich wieder zurück? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Ich habe auch so einige Kollegen, die rennen auch den ganzen Tag so brubbelnd einfach rum, so alleine, so. Ja, man fühlt sich gleich wie zu Hause. So, schauen, ob wir jetzt hier noch irgendwelche. Oh Mann, warum ist das kaputt? Wer war das und was war hier drin? Ich fühle mich betrogen. Um mein Blut gebracht. So, waren es jetzt nur zwei Gegner tatsächlich? Auf den Kommentar muss ich mir jetzt verkneifen. Das ist schon klar, Bianca. Das ist schon klar. So, okay. Kommen wir ins Haus. Wo ist denn die Tür überhaupt? Dann sind es wirklich nur zwei Leute gewesen. Warum sind hier alle Fässer kaputt? Und alle Kisten? Ich bin dagegen. Waren wir hier schon? Nee, definitiv nicht. So, hier vorne müssen wir noch hin. Und hier ist so eine Tür. Warum sehe ich hier keine Tür? Bin ich blind? Bin ich blind, ey.
So. Ätherlampe. Wunderbar. So, hier haben wir noch einen schönen Schrank. Der ist offen. Haben wir jetzt hier wirklich schon? Kannst du mir nicht vorstellen. Ich weiß es halt nicht. Oder war die blöde Arschlee hier? Und hat hier Fett... Oder... Tell me why. Auch entschärft. Ich raff's nicht. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob wir hier schon waren. Das ist das Meth-Labor. Wir haben es hier mal gefunden. Hier war Louis. Ich hab nur gesagt, guck mal hier, Meth-Labor. Ist aber witzig. So, hier war die Falltür. Da. Können wir tatsächlich hier unten nochmal schauen, ob wir da... Obwohl, da unten war ja auch nichts, wa? Wollen wir nochmal gucken? Jetzt liegt er wieder im Sack da drin. Oh, guck mal. Tagebuch eines alten Mannes. Oh, pass auf, jetzt mal. Ich hau mal einen raus. Und ich mach mal jetzt hier... Ich mach mal die Sexy Gate an hier. Wunderbar. Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschen herangewachsen und begleitet mich sogar auf die Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunde außer Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten. Besonders Don Quixote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesen Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich einen Wolf direkt in den Kopf geschossen habe, doch er sprang mich an. Ich habe es zurück in die Hütte geschafft, aber meine Wunde schwillt an und verfärbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und in meinem Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze ihn. Aha! Das war da quasi... kleinen Moment. Entschuldigung, das war das Tagebuch von Louis Hera. Und hier haben wir noch einen Edelstein-Ring, besetzten Ring. Deutsch, super auf diesem Kanal hier. Immer gut. So, also der kleine Kurs hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön. So, dann hoch mit uns. Aber es ist schon wirklich, kommt mir so bekannt vor. Waren wir hier schon? So eine Scheiße. Nee, hier waren wir noch nicht. Auf gar keinen Fall. Nee, gar keinen Fall waren wir hier. Nee, nee. Oh, ey. Das gibt's ja nicht, ey. So, hier ist immer noch ein Schloss. Ich kann auch nicht raus. Flump. So, und hier vorne muss ja denn irgendwo noch ein Schatz sein. Laut Karte. Ja, irgendein Nest oder sonst was? Ja, so eine Lampe, die sich verwandelt in einen Saphir. Klar. Wer kennt's denn nicht? Bitte euch. Vielleicht können wir doch wieder Schmuckstücke, könnten wir doch jetzt wieder einsetzen, oder? Oder haben wir jetzt nichts, wo wir was einsetzen könnten? Nee, ich glaube, wir haben zu viel runde Sachen. Wir brauchen Ecke. Ach so. Ja. Wir können nicht marken. Gar nicht. So, wir könnten hier mal hochlaufen. Ach nee, hier waren wir jetzt ja gerade dran, ne? Ja. Oder nicht? Stopp mal. Bin gerade maximalst verwirrt. Nee, hier oben war die Truhe, ne? Die haben wir geöffnet. Ja, die haben wir geöffnet. Aber warum sieht das hier wie so eine Tür aus? Sollen wir mal kurz zurücklaufen. Genau, da hinten war der Schrein. Nee, hier. Hier. This is the door. Ich bin verwirrt. Ja, es ist unübersichtlich, oder? Ja. Man hat so das Gefühl, dass man mindestens 60% und schon wieder einen Auftrag einfach mal übersehen hat. Dass die noch irgendwo liegen und man sich nicht mehr daran erinnern kann.
Riesengefallen. Würde mir jemand einen Riesenfisch aus dem See fangen? Fischtran kann man einfach immer gebrauchen. Das Foto sollte die Suche erleichtern. Was? Einen Riesenbarsch verkaufen. So, warte mal. Oh, hier. Hier hinten. Und es wird ein Spinell. Schön. It's the Spinal Countdown. Das ist bitter. So. Okay, klettern wir mal hoch. Wo sind wir? Wo sind wir denn, Benny? Das ist also kleiner Schlüssel, aber immerhin. So, ja, denn, da können wir doch wieder was aufschließen. Also, ne, die Freude ist groß. So, aber da kann doch jetzt echt, ja, der Altar im Wald. Mann, was für eine morbide Scheiße hier, ey. Und ich hätte mir alles gebrochen. Alles. Ausnahmslos. Bei diesem Sprung gerade. So, gut, dann gehen wir hier in die Butze mal rein. Was ist denn nun? Wer bist du jetzt? Ach, warum das denn jetzt? Was ist das denn für eine... Ich möchte das nicht spinnen. Ist ja noch einer! Einer weniger. So! Ja, das ist mir egal. Könnt euch mal verpissen. Haut ab! Na, heute ist aber hier verkaufsoffener Sonntag, mein Freund. Los, sag mal rin. Ihr habt noch nicht, wer will noch mal? Ach nein! Ist doch nicht euer Ernst! Lass mich! Lass mich! Du widerliches Hentai-Ding! Oh Mann! Ey, Pesetas! 400 Pesetas, das ist so unverhältnismäßig, wirklich! Und? Goldplättchen. Das ist aber auch neu. So, ist Huni noch da? Huni ist noch da, ne? Da ist er. Na, wo ist er? Na, hol! Hol die Kugel! Wo ist er? Ein feiner. Ein ganz feiner ist er. Oh, mir tut alles weh. Noch einer, aber. Ich höre ihn noch. Er wird wahrscheinlich um die Ecke sein, aber ich denke mal, für 200 Pesetas ist mir das jetzt hier nicht wert. Hinein ins Boot und auf zum Barschangeln. Mal allen, ja. Nee, schön. Einfach mal allen ausgewichen. So, was ist das da drüben für eine Höhle? Oh. Grüne Zeichen da oben. Hey, 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 nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Hat da oben müssen auch so eine 6 Dinger eingesetzt werden, so eine 6 Kante? Ich werd irre. Sag mal, wie viel brauchen wir von den Dingern? Was sind das jetzt andere? Also ich glaube schon, oder?
Na, ich bin der Meinung, ja. Ich weiß nicht, ob man die ständig irgendwo rausfingern kann und sagen kann, naja, dann sind die woanders. Was? Oh. Also wir können es im Try-and-Error-Prinzip machen. Jeder mal. Danke. Nein, mach den. Das ist auch nicht. Jetzt muss ja irgendwo eine Kombination jetzt geben. Es muss doch eine Kombination zu finden sein, eventuell. Ihr Lieben. Oder sollen wir halt wirklich echt so ganz stumpf ausprobieren? Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es der Sinn ist dahinter, oder? Also ich meine, das wird funktionieren, aber es wird eine Weile dauern. Das ist halt Resident Evil, ne? Also, das wäre jetzt nicht das erste Mal. Du, aua. Handgranate. Oh, ah, schau mal hier, die Zeichen. Was zum Schreiben dabei, Benny. Hier unten war nämlich das erste. Was denn wieder? Wo denn? Na, wie hier diese, die. Eine Art Schlangen oder was? Ja, sagen wir mal drei Schlangen. Okay, drei Schlangen. Sagen wir danach kommt die dicke Schlange. Ja, die aussieht wie. Okay. Wie ein P. Ein P. So, dann haben wir. Ach, schau mal hier, ne? Ob ich mir das jetzt alles merke, warte, das ist der Geschweifte mit den Strichen und dem C drin. Der Geschweifte. Das andere ist so eine komische 8 oder Unzeichen und das andere ist ein Alpha. Naja, nee, das ist halt diese Dreier-Ding, die Perspektive ist entscheidend, ne? Ach so. Wenn du so guckst. Ja, warte, dann muss ich das neu aufzeichnen, warte, kurz. Die Frage war, was, ach so, das ist natürlich auch die, fraglich, was das davor war, das, die drei Schlangen und der dicke P. Ah, da vorne sehe ich ein Buch. So und so und so und so. Ja, haben wir. Das sind drei Fische, die sich knutschen in der Mitte. Ja, quasi. So, schade, das ist kein Buch. Ich hätte gehofft, dass man hier vielleicht irgendwie eine Auflösung findet. Aber naja. Ui, was ist das hier? Wo muss ich denn das Ding halten? Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Sieht aus wie ein B. Ein schmales B. Aber die Perspektive ist, glaube ich, das entscheidend nach. Hier, warte mal, vielleicht, maybe. Naja, das wird es nicht sein, ne? Oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Unterspringen. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Kann ich hier durchschießen? Wenn ich jetzt hier nicht durchschießen kann. Aber ich kann. Also manche Spiele kannst du da tatsächlich nicht durchschießen, wo man denkt so. Ach so unrealistisch. So, dann werden es wahrscheinlich halt drei Zahlen sein. Ja, also. Das war ja das. Ja, zuerst die Schlangen hatten wir gesehen. Das war das. Naja, aber man sieht ja schon, dass das die Kombination eigentlich ist. Also oben ist der erste, ganz unten ist der zweite. Weil ansonsten, wenn ich jetzt... Ich würde mal mit einer anderen Kombination anfangen. So, mal hier. Und wenn ich jetzt den drücke, geht das auch. Verstehe. Genau, deswegen würde ich mich sagen, machen wir nämlich erstmal die drei Schlangen. Also die unten links so sind. So, denn dann hatten wir so ein B. Und zwar das, was da drüber ist. Meinst du das B schon? Wenn wir jetzt die Reihenfolge die richtige haben, ja. Also das da, genau. Dann die drei küssenden Fische. Dinger. Ja.
looks it. That's it! Awesome! Gewehrmunition. Das war jetzt Gewehrmunition? Nee, doch nicht. Oh, ist ja nicht gruseliert. Kopf des Götterlästerers. Na, dann wissen wir ja schon mal, was war da auf die Hände. Alter! Uncool! Richtig uncool! Jeglich. Konnten wir die denn irgendwo einsetzen? Ne, auf diese Hände, die wir gefunden haben. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Unser letztes sechseckiges Stück. Und es war ein Ruban. Hurra. Schön. Na, das war doch ein netter Exkurs hier in diese Ecke. Verdump. So, haben wir alles? Kurzer Blick auf die Karte wird uns zeigen. Nein. Haben wir nicht. Wieso denn nicht? Wir haben was übersehen. Also ich hab was übersehen. Wo denn zur Hölle? Ja, durch die eine Tür sind wir noch gar nicht durchgekommen, oder? Also da, wo jetzt dieser eine Schatz noch war. Nee, also. So, doch, den Schatz haben wir. Der war jetzt gerade ganz oben. Das war ein kleiner Rubin. Holla, holla! Schön hurtig! So, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier für ein Lauschet-Eckchen? Oh, Hühner! Hier könnten wir vielleicht Glück haben mit dem goldenen Ei. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal sehr, sehr viele normale Eier. Das klingt schon mal ganz gut. Die werden alle eingesammelt. So, und wenn unten Huhn, ich glaube, schreit, dann hat es ein Ei gelegt. Goldenes Hühnerei. Wird beschlagnahmt. Mission completed.